Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und heiße euch herzlich willkommen zur fünften Folge von unserem kleinen Foundation Let's Play. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir springen auch direkt da rein, wo wir, ich glaube, vor ein, zwei Tagen bei den Aufnahmen bei mir aufgehört haben. Die Taverne ist mittlerweile fertiggestellt. Wir stellen auch schon unseren ersten Schnaps her, aber um den verkaufen zu können, muss ich, glaube ich, den Speicher hier anpassen und hier eins auf Beerenbräu umstellen, damit das hier wieder zwischengelagert werden kann und dann verkauft werden kann. Ich glaube, dann verdienen wir hier auch ein bisschen Geld und nehmen ein bisschen zusätzlichen Profit ein. Ansonsten steht unsere Wirtschaft aktuell auf ganz stabilen Füßen, würde ich behaupten. Wir haben ein gutes, solides Einkommen. Wir haben ein gescheites Wachstum, was hier unsere Nation angeht. Hier gehen wir mal noch ein bisschen mit dem Wohngebiet rein. Und ich glaube, dass wir da jetzt in naher Zukunft richtig, richtig gute Fortschritte machen werden, zumal wir ja auch schon mindestens eine Handelsroute freigeschaltet haben. Ich würde heute anfangen, den Fokus zu legen auf die ersten weiterführenden Wirtschaftszweige, würde ich sagen. Also zum Beispiel die Kleiderproduktion und noch ein, zwei andere Sachen. Wir müssen mal kurz was ändern. Sekunde. Das hier nehme ich ihm jetzt weg hier. Ein bisschen was. Ich mache unser Holzfällergebiet hier ein bisschen größer und das Aufbaugebiet auch, damit die Holzfäller hier ein bisschen hinterherkommen. Ich hoffe, das Gehämmer im Hintergrund ist nicht so laut. Mein Nachbar renoviert sein Dach noch immer. Und naja, man kann es nicht immer verhindern, dass da irgendwie Überschneidungen zwischen Aufnahme und Arbeiten sind. Deswegen hoffe ich, dass es nicht ganz so störend ist am Ende des Tages. Gut, das sollte passen. Wir haben nämlich hier ein kleines Problem mit unserem Förster. Der kommt irgendwie nicht ganz so hinterher. Müssen wir mal gucken, ob wir hier nicht sogar wieder einen Holzfäller rausnehmen müssen. Ich glaube nämlich, dass das sonst ein bisschen zu viel sein könnte. Ich glaube, den nehmen wir direkt weg. Wisst ihr was? Den reißen wir ab. Das ergibt keinen Sinn. Und jetzt fangen wir an, unsere Kleidung herzustellen, würde ich sagen. Wo haben wir es denn? Warenproduktion. Das Ding stört auf jeden Fall schon mal hier, wie ihr seht. Das heißt, wir werden es ein bisschen außerhalb hinsetzen. Vielleicht hier. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Und dann können wir direkt daneben, oder was heißt direkt daneben, auch relativ nah hier dran, so als Trenner. Die machen ja nicht so viel negative Effekte. Können wir hier eigentlich an die Stadtgrenze unsere Weberei setzen und direkt daneben auch eine Schneiderei, damit wir da die ganzen Sachen auch fertigstellen können und dann am Ende des Tages verkaufen können. So, hier haben wir einen Lagerplatz. Wir brauchen natürlich jetzt auch noch ein weiteres Lager, weil ansonsten könnte es irgendwann in Zukunft auch zu ein, zwei Problemen geben. Wir kommen, was unsere Lagerkapazitäten angeht. Und wenn man das frühzeitig plant, dann hilft es auf jeden Fall im weiteren Verlauf ein bisschen mehr. So, fahren wir die Geschwindigkeit mal hoch. Sechs Baumeister haben wir inzwischen schon. Das sollte für den aktuellen Augenblick, glaube ich, auch ausreichen. Und ich hoffe, dass hier mittlerweile auch schon was. Ach, Ressource muss ich noch zuweisen. Jetzt wird erst das Zeug ausgeschenkt. Neun haben wir hier. Dann gucken wir mal, ob wir gleich auch die ersten anfänglichen Alkoholiker bei uns in der Nation begrüßen dürfen. Acht Arbeitslose haben wir aktuell. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Was haben wir hier? Da war ein Jagdbereich. Dann könnten wir eigentlich hier unten so nochmal so einen Holzfällerbereich definieren. Weil wir haben mal einen Holzfäller da hinten weggenommen. Das heißt, wir werden jetzt hier nochmal einen dazu setzen. Und das gleiche natürlich dann auch mit Aufforstung auffüllen. So. Und dann setzen wir jetzt hier einen Förster und einen Holzfäller rein. Holzfäller bauen und ein Forsthaus. Perfekt. Dann sollten wir da auch mit dem Holz weiter gut zurechtkommen, so wie es bisher läuft. Schäferei ist schon fertig. Da können wir einen reinpacken und jetzt lassen wir hier mal Schafe rauskommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat gar keinen Einfluss darauf, wie viel produziert wird. Aber ich könnte hier tatsächlich gefühlt 1 Million Schafe rauskommen lassen. Gleiten die eigentlich immer noch über den Boden oder laufen die? Ah ne, die haben immer noch Rollschuhe an. Da
war noch keine Zeit für eine Animation. Okay, wunderbar. Das heißt, das wird produziert. Jetzt machen wir mal ganz kurz hier das Lagerhaus auf Prio. Weil wir das brauchen, um die einzelnen Bestandteile so ein bisschen zwischenzulagern. Jetzt haben wir auch schon 9 Arbeitslose. Müssen wir aufpassen, dass das nicht zu viel überhand nimmt. Guck mal. 11 Schnaps wurden schon verbraucht und die Zufriedenheit ist ganz okay. Nur geringe Beschwerden aktuell. Okay, hier fehlen überall nur noch die geupgradeten Bewohner, damit sich die Gebäude auch entsprechend weiterentwickeln. Lagerhaus ist fertig, wunderbar. Packen wir hier auch schon mal einen rein. Und hier sollen rein. Bam, 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 bam. Einmal Wolle. Machen wir zweimal Stoff und einmal Kleidung. Oder was? Zweimal Kleidung? Ne, machen wir zweimal Kleidung. Machen wir es so. Und damit unsere Dorfbewohner am Ende des Tages davon überhaupt profitieren können, müssen wir unseren Marktplatz erweitern. Der gefällt mir tendenziell sowieso gar nicht mehr, wie der jetzt hier hinter die Häuser gerutscht ist. Das heißt, ich überlege, ob wir den nicht verschieben. Vielleicht in den Vorbereich der Kirche hier. Ich glaube, hierhin könnten wir... Kann man den umsetzen oder muss ich den ganz neu bauen? Kann ich die verschieben? Nee, ich glaube, ich kann die nicht verschieben. Okay, dann machen wir es anders. Ich werde hier einen neuen Marktplatz bauen und dann reißen wir den hier einfach ab. Ich glaube, das ist am besten, aber vorher schalten wir den Warenmarkt frei. So, hier. Also für unser Gutshaus. So, machen wir hier schon mal einen Lebensmittelstand. Direkt daneben noch einen. Und daneben einen Stand. Dann kriegen die Dinger schöne Dächer jetzt. Und wir könnten... Nee, machen wir das noch nicht. Wir bomben das jetzt hier nicht mit Verschönerung voll, sondern wir lassen das jetzt erstmal bauen. Und dann gucken wir mal. Jetzt kommt ja auch schon die erste Wolle und der erste Stoff an. Sehr, sehr gut. Und schon wieder 2 neue Einwohner. Hier die 2 Gebäude sind auch noch nicht fertig. Aber wir sind schon bei 50, was den Wohlstand angeht. Sind wir schon gar nicht mehr so weit entfernt, bis wir die Werkzeugherstellung freischalten könnten. Das Lager ist auch schon wieder gut gefüllt. Ja, hier sieht es auch gut aus. Ja, doch. Wie sieht es mit unseren Steinlagern hier hinten aus? Nö, das geht. Ist auch alles wieder ordentlich runtergegangen. Wahrscheinlich, weil ich auch so viel verkaufe. Aber alles halb so wild. Hauptsache, der Markt wird hier irgendwann fertig. Forsthaus ist fertig, wunderbar. Können wir das schon mal besetzen? Der Holzfäller noch nicht. Da fehlt Werkzeug. Oh, uns ist Werkzeug ausgegangen. Das ist natürlich richtig ärgerlich, weil wir das halt momentan auch nur von Händlern erhalten. Ah, da haben wir wieder 16 Einheiten bekommen. Aber auch ordentlich Geld dafür gelassen. Nicht wirklich was verkauft aktuell, sondern nur Geld ausgegeben. Müssen wir aufpassen, dass das nicht überhand nimmt. Aber unsere Steuereinnahmen dürften, glaube ich, auch noch. Ja, 129. Das passt schon. Mit dem Schneider warten wir jetzt kurz, bis wir den anfangen, hier arbeiten zu lassen. Ich will erst, dass hier der ganze Stoff ankommt, den wir hier brauchen. Und der ist jetzt eingelagert. Und bevor der direkt von der Schneiderei in Anspruch genommen wird, möchte ich jetzt mal kurz, bis hier unser Marktplatz fertig ist. Dann können wir den anderen nämlich abreißen. Und so weiter und so fort. So, jetzt kommt hier gleich einer hin und macht den Holzfäller fertig. Und dann kriegen wir auch wieder mehr Holz rein. Und müssen uns darum keine weitere Sorgen mehr machen. Okay, hier wächst der Wald auch wieder zu. Sehr gut. Und so machen wir dann doch langsam unsere entsprechenden Fortschritte. Wie gesagt, alles in allem ein sehr, sehr gemütliches Spiel. Und schon wieder einer mehr.
So, wie sieht's aus? Ah, Stoff ist hier. Das heißt, wir können den Schneider starten. Ah, wir müssen erst befördern. Kurz ein paar befördert, fertig damit. Und die Schneiderei anwerfen. Und jetzt warten wir, bis wir die T-Shirts zusammen haben. Schalten dann unsere nächste Handelsroute hier frei. Und dann fangen wir erst an, die T-Shirts an unsere, also die gewöhnliche Kleidung, es sind ja keine T-Shirts, an unsere Leute hier abzudrücken. Wunderbar. Das. Und hier können wir jetzt die Kleidung schon zuweisen, machen wir noch nicht. Weisen wir 3 Stück zu. Das Ding reißen wir hier ab. Abreißen. Zack. Und haben jetzt einen neuen Marktplatz. Der ist relativ nah wieder an dem Haus dran. Aber das geht noch. Müssen wir mal gucken, dass ich da in Zukunft ein bisschen mehr Platz für einplane. Und das Ganze auch ein bisschen schöner mache. Ich würde jetzt gerne noch ein, zwei Verschönerungselemente. Wo haben wir sie denn nochmal? Da. Ein, zwei Zäune hier hinsetzen. Ah, so rum bitte. Sodass die Ortschaft hier nach ein bisschen auch nach was aussieht. Und so ein paar Zäune hier zwischendrin lassen das, glaube ich, ganz gut wirken. Doch, das gefällt mir. Guck, das sieht doch direkt nach einer schönen Ortschaft aus. Und sieht alles ein bisschen strukturierter aus. Ich baue jetzt nicht überall Zäune hin, weil wir hier auch noch ein paar Bereiche haben, wo hier Häuser gebaut werden können. Und wir auch noch nicht alle Zierelemente am Ende des Tages freigeschaltet haben. Nur so ein paar einzelne hier und da mal platzieren, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. So, komm weiter. Wunderbar. Den auch noch. Ah, ich habe kein Geld mehr. Ah, okay. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben. Habe ich gar nicht darauf geachtet, dass das was kostet. Ein klassischer Chris. Alles gebaut, ohne auf das Finanzielle zu achten. Huch, würde ich sagen. Jetzt haben wir die Stadt schöner gemacht und sind pleite. Naja. Ich bin bestimmt nicht der Erste, dem das passiert. Ne, sein ganzes Geld für Zäune ausgegeben zu haben. Was will er? Oh. Versuchen wir das mal hinzubekommen. Wir bauen ja auch gerade nicht so viel. Könnte also ganz gut klappen. Auf jeden Fall, wenn wir mal ganz kurz das Ding hier pausieren. Zack. Und jetzt hoffe ich, dass unser Vogt, nicht unser Vogt, unser Steuereintreiber hier gleich mal Gas gibt. Na, wunderbar. Können wir den Zaun noch fertig bauen. Und dann sieht das doch hier schon richtig schön und wohnlich aus. Damit kann man leben, würde ich sagen. Okay, wunderbar. Kleidung, wie viel haben wir? 32 schon. Oh, cool. Das heißt, Handelsroute freischalten. Und die Kleidung hier freigeben. Ach, hier sind Beeren. Ich depp. Da muss doch Fleisch hin. Und nicht Beeren, damit die 2 Nahrungsdinger erfüllt sind. Sonst, ah, da sieht man schon direkt, die Zufriedenheit ist runtergegangen. Das ist nicht gut. So. Sind jetzt auch schon Fortschritt bei 63. Also alles in allem läuft es momentan wirklich gut. Und jetzt müsste man ein bisschen Geld sparen, damit wir hier runtergehen können. Damit ich hier dann anfangen kann, das große Dorf zu bauen. Und hier hinten müssen wir dann die Sachen für die Industrie holen. Wir schicken jetzt mal einen Vogt. Also unseren Vogt schicken wir jetzt mal hier hin. An das erste Ding hier. Zop. Der dürfte jetzt irgendwo hier gleich losgehen. Dann stellt er sich hier vor. Man sieht ihn in der Regel auch. Und dann schaut er sich 20 Tage lang das Gebirge hier an. Ist er das? Ich glaube, das ist er sogar. Der stellt sich jetzt hier hin. Ich hoffe, man sieht ihn gleich. Da ist er. Und jetzt beobachtet er hier die Steine und guckt sich ganz cool gemacht eigentlich an, was sich hier hinter am Ende des Tages verbirgt. Das dauert jetzt einige Zeit. Keine Ahnung, ob das in der Folge schon was wird. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall wissen wir dann später, was da los ist. Generiert einen monatlichen Gewinn aus Steuern. Einnahmen von 100, aktuell 0. Okay. Habe ich doch schon längst erreicht. Mal gucken.
Hä, ich erzähle doch schon so ein Gewinn, oder bin ich bekloppt? 136. Mal gucken. Und das 329 liegen in den Häusern. Ich habe das Gefühl, unser Steuereintreiber kommt da schon nicht mehr hinterher. Wolle und Stoff ist gleich 0. Ja, das heißt, die haben ganz gut zu arbeiten. Vielleicht brauchen wir sogar noch eine zweite Farm. Die scheint da nicht hinterherzukommen. Wisst ihr was? Da bauen wir direkt noch eine. Ich will hier gar nicht direkt einen Produktionsengpass haben. Können wir hier einfach noch eine hinsetzen. Und das Ganze können wir dann hier noch umranden mit Getreidefarm. Sieht, glaube ich, dann am Ende des Tages ganz gut aus. So, was ist denn jetzt hier los? Was haben wir denn hier noch? Oh, Upgrades für unsere Taverne. Tavernenmauer. Guter Leum und Neuankömmling ignorieren den Einwanderungsfaktor Zufriedenheit. Das ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Der wechselseitige negative Prunk-Einfluss von Arbeiterschaft und Klerus, also dieser negative Effekt, den die hier gegenseitig haben, der wird verringert. Das braucht man auf jeden Fall, um das hier nachher erhöhen zu können. Na, das brauchen wir auch noch nicht. Nee, brauchen wir alles nicht. Und hier können wir uns nichts leisten. Brauchen wir mehr Münzen für? Naja, mal schauen. Wie sieht's hier aus? Okay, Material ist schon da. Gleich haben wir die nächste Schafsfarm. Schafsfarm? Schaffarm. Oh, und das müssten wir erfüllen können, oder? Ja, ich wusste es doch, dass wir die Quest abbacken können. Ich schalte mal das Militär vorfrei und das Prunkpaket Königreich. Kann man, glaube ich, immer gut gebrauchen. Da ist unser Militärfort. Damit können wir Soldaten rekrutieren und auf Missionen schicken. Werden wir mit Sicherheit auch in den nächsten Folgen schon anfangen. Ist aber praktischer, wenn wir ein paar Schwerter haben, damit die Leute sich auch wehren können. So, wieder zwei Einwohner. Und jetzt könnten wir aber mal ganz kurz in den Handelstab reingucken und schauen, was wir jetzt noch neu verkaufen können. Kleidung, ich sag mal, alles, was über 20 ist, kann weg. Kräuter, nein. Schmuck und so auch noch nicht. Und das hier unten auch alles noch nicht. Okay, bringt mir nicht viel. Könnte aber unsere Handelsbilanz am Ende des Tages dann ein bisschen verbessern. Alles in allem haben wir von allem reichlich, außer von Fleisch. Und die Beeren sacken auch ganz schön ab. Aber ich glaube, das liegt an unserem Handelsdings. Oh, habe ich das Fleisch eigentlich limitiert? Doch auf 20. Okay. Müssen wir mal gucken, dass wir da nicht leer laufen und zu viel verkaufen am Ende des Tages. Oder wir irgendwelche Probleme kriegen wegen Nahrung und Co. Okay, das passt alles. Hier ist das Ding fertig. Einen rein und jede Menge Schafe kommt raus. So, da sind sie wieder. Das ist schon echt geil. Klasse. Oh, dünne Schafe und dicke Schafe schon. Ist mir noch nie aufgefallen, dass es unterschiedliche gibt. Also zwischen den Jungen und den Älteren. Das ist echt cool. Okay, das dürfte unsere Wollsituation auf jeden Fall verbessern und auch die T-Shirt-Produktion. Oder Kleidung. Ich hätte gerne, jetzt mal kurz um langfristig zu denken, dass wir uns diese ganzen Gebiete hier holen und die Stadt hier größer werden lassen. Hier hätte ich irgendwo gerne eine größere Kirche, obwohl will ich die Kirche hier an der Klippe haben? Nee, hier ist keine schöne Klippe. Hier wäre eine schöne Klippe für eine Kirche. Aber ich glaube, wir werden hier so zentral eine relativ große Steinkirche bauen. Und mal gucken, vielleicht hier hinter das Kloster. Muss man mal schauen. Dann brauchen wir natürlich noch ein Militärfort. Das würde ich gerne hier hinbauen. Also ich hätte gerne so einen großen Turm mit unseren Militärgebäuden, vielleicht hier direkt an der Klippe. Ich glaube, das könnte ganz gut aussehen. So, da kommt schon wieder einer. Sind mittlerweile alle ganz zufrieden. Gefällt mir. Und ich glaube, wir haben jetzt auch alles bisher gebaut. Wir müssten jetzt wieder freischalten. Wir könnten die Landwirtschaft freischalten. Und Brot herstellen. Können wir Brot verkaufen eigentlich dann auch? Bam, bam, bam. Haben wir das hier schon irgendwo? Wo ist Brot?
Bin ich blind? Weizen? Okay, ach, vielleicht weil ich es noch nicht herstellen kann? Sieht man es nicht? Nee, das ist ja Quatsch. Bin ich verrückt? Wasser, Beeren, Wildschwein, Schweizen. Schweizen, Schweiz, was sag ich da? Weizen. Kein Brot. Vielleicht weil es kein Bestandteil der Handelsrouten ist? Doch hier, kauft von euch Brot. Okay, wir könnten es aber auf jeden Fall schon mal freischalten. Ich glaube, das können wir uns erlauben. Und die Option schon mal freihalten, das zu bauen. Okay, die Mühle ist nicht schmutzig. Das gibt es ja manchmal. Bei Farthest Frontier ist es, glaube ich, so, dass die Mühle einen negativen Effekt hat. Und eine Bäckerei kann natürlich nicht schmutzig sein, weil die macht leckeres Brot. Und könnte natürlich auch entsprechend hier da positioniert werden. Das Coole ist, wenn man die Gebäude hinsetzt und nicht in Bauauftrag gibt, dann kommen hier so Platzhalter hin. Das finde ich ganz ansprechend. Dann wäre natürlich eine Mühle schön. Schade, dass wir keinen Berg haben oder so, wo wir die draufstellen können. Das wäre ganz cool. Aber wir könnten sie hier neben die Farmen machen. Ach, geil. Wir haben Eisen gefunden. Direkt neben uns. Können wir eine Eisenmine hinsetzen, wenn wir dann soweit sind. Das ist wirklich praktisch. Aber das machen wir heute nicht mehr. Wir planen jetzt hier noch eine Farm schon mal aus. Die setzen wir hier hin. Oder vielleicht sogar zwei direkt. Setzen wir eine Farm hier hin und eine Farm hier. Und ich glaube, damit machen wir in der nächsten Folge weiter. Kleidungsproduktion steht. Neue Handelsrouten freigeschaltet. 65 Einwohner. Entschuldigung, 67 Einwohner. Und in Folge 6 geht es dann in ein paar Tagen schon weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin.